Hallo und herzlich willkommen zum PokéM Live Auslosung. Ja, wir sind heute live dabei. Wir schauen nur zu und bin gespannt, was ich bekomme. Und dann OBS hängt heftig, das fuckt gerade so ab. Ganz sensibles Thema bei den Leuten, bei den Schweizern. Aber schauen wir mal. Nicht dabei sind. Ich hoffe, es wird funktionieren oder laggt am Ende nicht. Na, schauen wir mal. Ich mache OBS jetzt auch mal beiseite. So. Ja, finde ich auch, dass er ein schönes Stimmchen hat. Wir schauen den Stream ganz entspannt. Marco. Sehr nett von dir. Wer das Prinzip der Liga nicht kennt, schaut einmal den Trailer dazu. Der kam letzte Woche auf meinem Kanal und dann auf den Kanälen von allen anderen Teilnehmern. Schaut da gerne mal rein. Ich hoffe, ich krieg nicht Frankreich. Sag mal, der Erweiterungspass für Pokémon Schwert und Schild, ne? Der gilt doch für alle Accounts auf der Switch, oder? Ja, müsste eigentlich, ja, oder? Also, okay, ich habe jetzt auch mal mich im Chat begrüßt. Dem Profil vom ja, Mari bekommt Bayern. Oh. Vielleicht muss man da noch mal irgendwas machen. Ah. Oh, das kann sein. Okay, schauen wir mal. Ach, da weiß ich aber nicht, wie ich das jetzt mache. Ich sehe schon, im Chat wird viel über mich geschrieben. Boah, das ist jetzt auch blöd. Das ist jetzt ein blöder Zeitpunkt, okay, sag ich. Okay, noch Hashtag bitte kein Frankreich, damit wir Frankreich bekommen. Nein, eher ich will for real kein Frankreich haben. Kein Problem, das erhöht nur noch mal ein bisschen die Spannung. Ja, ich bin die Nummer 16, genau. Ich bin hier der Älteste. Jeder fühlt sich mit Sekunde mehr darüber, Frankreich bekommen zu können. Tut mir leid, Leute, es geht gleich los. Easy. Upidupidu. So, ich bin sehr gespannt, ich bin ich super aufgeregt. Ich freue mich. Das Spiel von meiner Frau mit dem E-Shop. Ich bin sehr, sehr gespannt. Blocki, geh auf der Seite weiter runter auf List Randomizer. Oh, ich bin super gespannt. Ich bin super gespannt. Hier gibt's List Randomizer. Okay. Alles von 1 bis 16 ausgeben und dann haben wir es. Ja, alles auf einmal praktisch. Ich hoffe, das haut mit dem Ton ordentlich hin. Aber sollte. Es konnte keine Verbindung zum Internet hergestellt werden. Great. So, ich sehe die Spannung wegschreiben. Ich mache das ja auch alles an Cut. Da hat natürlich recht. Das stimmt. Wir sollten das echt nacheinander machen. Dementsprechend ganz entspannt. Genau. Ah, das ist das Problem, okay. Ich lese noch ein bisschen neben meinem Chat. Auf, das ist ja langweilig. So. Ich hab's gleich. Kein Stress, kein Stress. Anmelden und verknüpfen. Mod-Anweisung, genau. Dana, hau mal den Mod-Anweisung raus. Lass mal den Bannhammer zur Not wegfliegen. So, ich setze dafür auch meine Brille aus. Ja, die Seite gibt es, Fly. Die kann bestimmt Matti oder Dana hat das Dokument auch auf wieder Oxlong. Die kann das auch in den Chat schicken. Ah. Dann kannst du dir das da mal anschauen. Wir könnt auch Ausrufezeichen Poke, also PokéM Doc, wie zum Titel steht. Oh, oder das. Sehr ich crazy, bin sehr, sehr gespannt. Ich habe alles vorbereitet. Verrückt. Nur mich selbst nicht. So, wir öffnen das Sheet schon mal nebenbei. Aber da schauen wir nämlich danach rein. Genießt einfach unsere Stimmchen der Zeit. Ah ja, solange ja ich versuche mein richtig krasses ASMR-Level. Ja. Mich nervt es so, dass mein PC gerade ein bisschen herhängt, aber ich hoffe, die Aufnahme ist trotzdem einigermaßen fein. Oh, willkommen, Elo. Nee, raus. Bloodwork hat den besonderen Auftrag für Arno auszukundschaften, was bei uns abgeht. Was streamt ihr selbst noch? Ja. Ah, okay. Tut mir leid, Matti. Du weißt doch, das ist hier alles eine Mod-Gesellschaft. Fang an mit dem Braten. Anusumare. Ach so, ja, stimmt. Und der hat einen Kundschafter hergeschickt, der ihm dann wahrscheinlich mitteilt, was passiert. Der hat ja quasi auch gerade erst angefangen. Ah, ich will nicht mal warten. Ja, Mari ist richtig gestresst. Der nimmt sein Reaction-Video auf. Keine Ahnung, ob du es gelesen hast, aber der nimmt seine Live-Reaction zur Auslosung auf. Ich bin gespannt. Darauf freue ich mich auch. Ey, jetzt muss die Aufnahme laufen. Scheiße. Ey, mir ist so warm. Ich bin so am Sterben. Alter, das ist Döner im Mund. Nee, der Döner ist schon weg. Komplett Reaction-YouTube macht mit. Unge reagiert auch noch darauf. Döner schon Unge weg. Ist Sub bei mir, also kann er das gerne machen. Ist er das wie... Also, was ist da abgegangen? Ja, ich weiß nicht, das war ein ganz kurioser Abend. Und dann sollte... Dave wollte noch einen Sub verschenken, wusste aber nicht an wen. Mhm. Und dann kam es irgendwie dazu, dass er Unge auserwählt hat.
Oh lol. Nice, dann schaut er ja bestimmt rein. Na klar, macht das. Ich bin einfach Fan Nummer 1. Schreibe ich auch jetzt rein für den Joke. Nils macht auch nebenbei eine Reaction. Alter, Nils, der Ehemann. Was ist hier los, Leute? Ah, ich bin so nervös. Also, alles nur nicht Frankreich. Alles nur nicht Frankreich. Was habt ihr denn die Länder ausgesucht? Die Länder, die mitmachen? Oh. Da haben wir uns erstmal die Liste der bisher bestätigten tatsächlichen EM-Teilnehmer angeschaut. Ah. Und haben geguckt, wer davon hat so viele Klischees über sich, dass wir da gut Pokémon zuteilen können. Und deswegen ist auch die Schweiz nicht da, weil wir haben schon Österreich und Deutschland, die da so ähnlich sind. Und ja, dann haben wir eben noch nach weiteren Ländern gesucht, die da reinpassen. Ey, ich hoffe, wie gesagt, so sehr, dass ich merke, dass die Facecam ein bisschen hinterherhängt. Aber genau, da dachten wir uns einfach, Wales, da kommen alle hin, die wie Drachen aussehen. Mm. Und ja, genau nach dem Prinzip lief das dann. Haben wir jemanden, der wie ein Drache aussieht? Gyarados. Oh, shit. Hey, das ist, jetzt startet fein. Den Schinken. Ja. So, ich wir können dann loslegen. Ja. Wir können starten. Los. Wir können das starten. Ist ja nice. Ja, finde ich auch. Okay, ich bin gehypt. Ich auch. So, soll ich einmal auf Random, auf Generate drücken? Genau, damit wird es der Hype in den Trainer Chat. Ausgewählt. Sollte ich das wirklich? Der erste Trainer wird jetzt auserwählt. Mm. Leute, pass auf. Kann jetzt nicht. Es ist die 1. Die 1. Okay. Okay. Das ist direkt Arno. Ausgerechnet der nicht da ist. Ja. Der okay. Kommt jetzt direkt gekundschaftet. Okay. So. Das erste Line wird auserwählt. Ah, okay, so funktioniert das. Spannung. Ich verstehe. Und es ist die 12. Er hat Russland. 12. Russland. Das ist okay. Russland, okay. Also ich kenne Arno Russland. Nicht, deswegen keine Ahnung, wie er spielt oder was er kann. Das Meistergriff ist dabei. Richtiger Russe. Dementsprechend gar keine Ahnung, was da läuft. Okay, das ist interessant. Aber okay. Also wie gesagt, ich kenne Arno leider nicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich kenne Arno leider nicht. Ist stark. So. Ja. Schauen wir weiter. Wie gesagt, die 16 bin ich. Ich bin der allerletzte. Wollen wir da reingucken? Weil ich mit Y dann anfange. Ist klar. Kann man ja machen. Kurz drüber schauen. So. Sehr schön. Hier haben wir es. So. Wo haben wir Russland? Russland. Leute. Ach stimmt, ja, perfekt. Barsha Milotic, okay. Hier, guckt euch das an. Naskunet, das gute Mon. Okay, Stalos Mega. Stalos ist schon mal was ziemlich Gutes. Voluminas, Regieis. Ja, doch. Boah. Ja. Ist ein schicker Kader. Pandir ist natürlich auch. Ein Pandir, ja, das Monster. Muss. Absolut OP. Okay. Genau. Pummeluff ist auch dabei. Absolut Heat. Necrozma, Alter. Okay, das ist echt. Das ist echt strong. Eigentlich wäre es richtiges POG-Team. POG Galaxy. Das ist sein Team eigentlich. Raichu ist sehr cool. Aber okay. Ja. Auch weil allein, weil da Pummeluff drin ist. Stark auf den Logok. Ja, ohne VF. Ja, gut, aber ist trotzdem strong. Schauen wir mal. Ja. Doch. Kann man schon machen. Das kann schon reinhauen, das Team. Also hätte ich auch genommen. Der Rotom Feuer ist halt sehr deutsch. Sehr deutsch. Ich mal wir haben es nach Russland gepackt, weil da ist so kalt. Die brauchen das. Die brauchen was. Ich bin gespannt. Ich hatte keine Ahnung, wie die Formen auf Deutsch heißen. Ich wollte Angst. Möglichst okay, Russland ist raus. Dokument schreiben. Und Russland ist jetzt weg. Rotom Ofen. Rotom Ofen. Hitze, glaube ich tatsächlich. Genau, ja. Rotom Hitze. Ja, Feuer, Hitze, alles dasselbe. Eine Cosmas-Strong, ja. Okay. Ja. Teilnehmer 2. Stimmt, gleichzeitig okay gesagt haben. Die 3. Die 3. Batzi, oh. Und der Batzi. Der neue Stern am YouTube-Himmel. Komm, Batzi bekommt jetzt was richtig Dummes. Okay. Let's go. Die 6. Batzi kriegt Irland. Die 6. Oh, okay. Batzi habe ich in der SML gegen ihn gespielt. Er hat mich auch eingeladen. Ja. Batzi hat mich auch eingeladen. Grüße gehen raus. Mit Morlot. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob wir gewonnen haben oder verloren haben in der SML. Marithelit, Quaxo. Oh, er hat Bisaflor. Oh, ich freue mich auf die Person, die Frankreich bekommt, ne? Die Defensive ist schon echt strong. Mauziger Lade, hat er doch bestimmt auch Mauzinger, oder? Oh, ah, nee, schön. Das ist ein Giga-Mauzi. Ja, genau. Giga-Mauzi, ja, moin. Okay. Trapfel-Giga ist stark. Boreos, ja. Okay. Selembrim-Giga, auch krass. Nee, doch, ist auch gut. Ja, interesting. Sowas wie Victini und Vesprit versteckt sich da auch noch. Ja. Oh, krass. Victini? Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ganz am Ende vom Mittelfeld. Was? Krass, ist ein krasser Kader. Das ist auch Shame. Der Jensen mega auch da. Okay, das geht noch. Ja. Okay. Irland, krass. Irland stark. Kader. Na gut, alle sind irgendwo stark. Ah, ja.
könnte schon schwierig werden. Ja, oh, schreibt doch in den Chat, da ist Victini. Bazzi ist weg. Bazzi ist weg. Läuft. Wenn du kein Schnutthelm spielst, dann bist du eh raus für mich. Bist du gestorben. Und dein die 12. G-Max-Mod muss natürlich Kai. Mozi werden. Das ist eigentlich Pflicht. Okay, so, ich habe ganz nebenbei schon mal auf den nächsten getippt. Ja. Das ist die Nummer 12, Kiltane. Okay. Kai, was bekommt Kai? Das glaube ich nicht. Kai auch in der SML gegengespielt. Ist nicht da, das ist traurig. Aber er bekommt Land Nummer 10. 10. Österreich. 10, das ist Österreich. Österreich. Okay. Oh, Österreich war auch gut, glaube ich. Lol. Ja. Okay. Bin ich aber froh, er bekommt Ösiland. Ah, nicht so hier, okay. Die Österreicher. Chanera, Haidhaira. Oh, nee, der kriegt Chancy. Mm. Oh, bitte nicht. Schlapfel. Brokkolos. Widerlich. Mantax, auf jeden Fall sind da auch ein paar Kaliber dabei, sage ich. Amigento, ja, cool. Und die Offensive ist genauso bestückt. Man hat ja mit Brokkolos den Sand. Ja. Und, das ist Sand-Team. Okay. Kommt denn auf die dumme Idee? Entei auch da, auch krass. Ich glaube, das war tatsächlich Zufall, aber wir dachten uns, so, der Stadoboard, der gräbt da die Berge rein und dann Brokkolos. Oh, ich hoffe so sehr auf Schweden. Berg, ich will Schweden Entei, haben. Entei, Kobalium. Mm. Starmie auch dabei. Bitte sehr gib cool. mir Schweden. Ja, doch. Auch gut. Auch gut. Hab ich Bock drauf. Das macht mir ein bisschen Angst, dass so das sind schon die obere Hälfte der Kader, die bisher wegkommt. Okay. Kritisch. Chanera ist schon. Okay. Damit haben wir alle unsere Erfahrungen. Ich sag Lost, wenn seine Monster nicht nach den Nationalspielern das jeweils okay. mit einem. Ich hab keine Ahnung von den Nationalspielern. Die Nummer 1. Ich hab gar keine Ahnung von Fußball. Schon. Verdammt. Die Nummer 9. Ele. Oh, okay. Ele bin ich auch sehr gespannt. Auch ein sehr fähiger Spieler eigentlich. Komm, Frankreich. Frankreich, bitte. 14. Die 14. Spanien. 14. Spanien. Okay, Espanol. Oh, nee. Was ist denn Spanien? Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Spanien. Da. Spanien hat Marmolida. Xerox, glaube ich, auch. Ja, kann sein. Fleckmon Galar. Hat aber nur Marmolida als Torhüter, also da ist schon mal fest. Nicht was. So viel Auswahl, Amigento Drache. Capotoro. Galamus. Xerox sehe ich auch Xerox. Da gerade. Ach, Mann. Xatu, Piondragi. Finde ich nicht gut. Ich wollte Xerox. Dresladero auch. Alucha. Alodera. Ja. In Kombination mit Capotoro, glaube ich. Oh, das ist aber schön. Die gute Kombi mit Alola Reitsch und Capotoro, man kennt sie. Megatohaido, oh, wie cool. Doch, sind auch ein paar nice. Flapterix, Alter. Willst du Flapterix? Ey, Ele, mach mal Megatohaido, bitte. Mach mal Megatohaido. Ele, hattest du nicht sei extra so gesagt, dass du ungern Spanien haben wollen würdest, aus bestimmten Gründen? Ja. Ja. Das ist jetzt aber schön. Das ist aber unglücklich. Ich habe Angst. Ich bin immer noch nicht ich dran. Ich kenne jemanden, der von meinen Intros jetzt offended wird. Ja. Okay. So, nächster Spieler ist die Nummer 8. Downy. Okay. Okay. Ja, Downy bekommt bestimmt irgendwas. Downy Downstar. Irgendwas Krebsiges. Kommt Belgien weg. Es 12. wird die Nummer 12 er nicht. Ah, nee, Russland ist schon weg. Tut mir leid. Das ist die Nummer 13. Nein, er kriegt Schweden. Oh, gut. Oh, alle Länder, die ich haben wollte, weg. Sehr gut. Nee, ist ja stark. Ist ja stark. Ah, verdammt. Ich will einmal Downy sein. Stark. Schweden ist auch sehr, sehr, sehr nice. Ja, hier mit Nachtara, oh, Mann, Tentante. Ganz toll, nein. Dass es jetzt weg ist. Auch na toll, Suicune. Ich will nicht. Mann, ich wollte Schweden. Ja. Ich weiß, es ist random, aber... Ah, Mann. Es ja, ärgert doch, das mich. Sind schon... Hätte ich es sehr, ärgert sehr mich. Schade. Mogelbaum. Offensiv auch Butterlander, Capriki. Oh. Und dann sowas wie Vulnona, Vulnona. Ja. Alola auch. Capriki ist dabei. Volvok Dusk. Ja. Voltelos T. Butterlander. Okay. Ey, das ist so ein guter Kader. Ist ein sehr stronges Team. So ein Baba-Kader. Ich würde sagen, der stärkste Kader. Von dem, was ich getestet habe. Aber. Na, okay. Oh, alter Mann. Schwede. nächster Spieler ist die Nummer 5. Blackie. Oh. Kenn ich auch nicht. Also Blackie bekommt das noch nie irgendwie in der Liga gegen ihn gespielt oder. Die Nummer 3. Mit England. Fast Frankreich, fast. Alter. es stört mich so England. Hart, wo haben wir das? Dass Frankreich noch frei ist und ich noch frei bin. Ja. Gufa. Das pickst du, komm. Es stört mich. Protoros, Registil, Galas, also ich glaube, ich safe. Ich krieg aus Meme, krieg ich Frankreich. Amor. Ich sag, ich call's, ich krieg Frankreich. Ich will nicht Frankreich, aber ich call's doch schon. Nee, ne? Nein, Melmetall ist gebannt. Boah, ja, jetzt habe ich schon kurz Angst gehabt. Lieber Lo ist trotzdem auch super strong. Safe bekomme ich.
Hoppala. Ja. Ey, das ist ja Flo sein GPL-Kader hier. Inteleon, Humanolith, alles drin. Ja. Nice. Da wird der Matti sich freuen, dass er was hat, das so ähnlich zum Flo ist. Da freut er sich. Ja, finde ich auch. Bekomme. Kannst direkt Flo seine Teambing jetzt. Ah, ich sehe es doch schon. Zum Glück. Ich sehe es doch schon. Gut. Und der nächste Spieler. Ist die Nummer 16. Oh, jetzt bin ich. Ich bin dran. Okay. Oh nein. Oh, jetzt die Live-Reaction. Oh. Oh, bitte was richtig Dummes. Bitte Frankreich. Die 16. Ich krieg Wales. Wales ist auch cool. Ah, okay. Die 16 bekommt die 16. Was ist das für ein Random? Was Random, du Hund. Okay, kein Frankreich. Wales. Okay. Wollen wir mal gucken, was bei Wales drin ist? Ja, bitte. Wales. Ah. Aber Wales hat ein cooles Logo. Aber ich sehe auf jeden Fall einen sehr starken Torhüter. Zwiffins, Cosmog, ja, easy. Stolos Mega. Zwollock, Rostolun, ja, ist okay. Gut, alle Zwollock, man kennt ihn. Okay, ist Trash. Lusadin, ja. Lusadin. Despotar. Der Tita, okay. Mega. Nidoking, ja. Matrifol, Stravickel. Kangama, aber nicht Mega. Nee. Ero Mega, ja, oh, der ist cool. Ja, doch, das sind auch Garados hier, Glurak. Glurak Mega, oh. Also offensiv. Riffex, G-Max, ich kann Riffex picken. Ja, Kim einfach auch. Ja. Riffex, my boy. Auch ein starker. Auch ein starker Kader. Riffex, my boy. Kann man nicht. Riffex, my boy. Ich zittere langsam. Ja, ne. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Aber let's go. Ich nehme Riffex. Ist die? 3. Ne, hat man schon. Riffex, my boy. Die 10. Ja. Das bist du. Oh, shit. Okay. Ich bin zufrieden. Jetzt pocht das Herz schon ein wenig. Also ich finde den gerade eigentlich, glaube ich, absolut trash, aber Riffex ist dabei. Island. 7. Ja! Ich habe mir Island gewünscht. Ja. Hat er jetzt auch alles getürkt hier. Ich glaube auch, ey. Ah, schön. Island. Okay, schauen wir die anderen noch an. Wir wissen, an wen Frankreich geht. Dieser Flor war schon weg, das ist gut. Ah, schön. Ja. Ah, aber mit Volcanion zusammen ist natürlich auch ganz nett. Jirachi, na klar, man kennt den. Okay. Botokel, also oh komm. Das ist aber kein übertrieben starker Kader, aber ich finde ihn sehr cool von den Mons her. Ehrenpick muss schon Botokel mit sein. Ja, Botokel ist schon wäre schon krass, ja. Mit meinem Stoßstürmer. Boah, mit Navigator, Kyurem. Hast du aber auch ordentlich. Okay, ich muss jetzt Wales. Ja. Was hat Wales für eine Sprache? Ist das nicht auch Englisch? Ich oder haben die haben so ein eigenes gerne. Englisch, glaube ich, oder? Feldsetter? Wage? Kapokime, ja. Ah ja, richtig dumm, glaube ich. Ich bin gerade wahrscheinlich entweder gerade komplett lost oder. Hast du ja auch noch Kikli, ne? Naja, okay. Da sprechen die auch ganz normal Englisch. Aber mit so einem anderen Akzent. Okay. Keine Ahnung. Schauen wir weiter. Dana schreibt so blocky, lernt schon mal Französisch. Arno ist schon weg. Chenezepa. Die 1 hat man schon, verdammt. Die 9. Ede ist auch schon weg. Ja. Die 8. 8. Auch schon? Was random? 10. Die 10. Jutlu. Ey! 15. 15. Marcel. Designer, okay. Hallöchen, Dennis. Und Marcel bekommt die 16. Das ist mein Land. Haha. Die 15. Die Türkei. 15. Türkei. Okay. Ist auch eigentlich so eine gute Vorlage, um daraus Memes zu machen. Die zwar ein bisschen racist wir sind. Haben, racist angehaucht. Schwer zu lesen. Krefeldes, ist eine gute Vorlage. Master Torhüter. Wobei Skaluk besser ist, sage ich. Donphan. Aber wie lange ich Donphan nicht mehr gesehen habe. Oh. Crazy. Oh, ich muss mir gleich nochmal, ich schaue mir Gortrom. Im Video gleich nochmal in Ruhe die ist Gortrom mit Monster VF erlaubt? Ja, also ich werde das Offset besprechen. Theoretisch erlaubt. Zeraora hier was auch ich picke. Inferno. Aber auch stark. Schauen wir mal. Auch strong. Schauen wir mal. Mega militar das. Ich habe ja glaube ich irgendwie 2-3 Tage Zeit dafür. Barrikadax. Oh, da muss ich dringend los. Oh, ich hätte gern Obstagoon gehabt. Okay, nächster. Schade. Ja. 4? Belly. Oh, okay. Belly in Frankreich. Komm, nochmal die 4. Bekommt die 4. 7. Island ist weg. 7 ist Island. Ist schon weg. Noch alles drin. Ist Wales, mein Land. Oh, weg. 11. Rumänien. Okay. Okay. Frankreich ist immer noch frei und ich auch. Ja. Ich weiß, wie er sich fühlt. Als es spitzt sich ich war so. Ja so Mittelfeld dran. Oh, Cresselia, wow. Cool. Oh, Cresselia, okay. Pixi und Kresse, okay, Voltorus. Krass. Schluck und Schluck wäre ich nice. Ich glaube, da wird man, glaube ich, sogar Pixi über Kresse picken. Wirkt auf den ersten Blick nicht so stark, aber ich glaube, da kann man viel mehr. Gut, das hier, Magnesium. Also das lädt sehr zum Stall ein. Aus dem Kader. Ist auf jeden Fall auch einer der cooleren, finde ich. Ja, okay, also akzeptiert. Ich akzeptiere. Ich habe auch viel Speed dabei auf jeden Fall. Ja. Hundemond,
Skiller, Wolverock, ja doch. Auf jeden Fall, hier ist auch viel Auswahl. Das sind jetzt nicht irgendwie so die elf Starken. Ich hätte immer noch gern Schweden gehabt. Sondern da sind so viele gute. Ja doch. Aber Belly ist eigentlich okay. Ordentlich, gut. Sind jetzt noch 6 Länder und 6 Teilnehmer übrig. Ja, besser ist. Die Schauze Frankreich steigt und steigt. Frankreich ist einfach immer noch da. Die 14. Pock. Pock. Ich bin gespannt. Den hatten wir noch nicht, stimmt. Pock, bist du gespannt? Ist Kwasuso mit Freundschaftsakt erlaubt? Nee. Das glaube ich ja nicht, du. Pock bekommt die. 4. 12. 12. Nicht. Ist weg. 4. 13. 13. Ist weg. 4. 5. 5. Griechenland. 5. Griechenland. Griechenland. Okay. Der Druck steigt. Pock, freust du dich über dein Griechenland? Mit Agrostella im Tor. Chiotesto. Ah. Das ist ganz nice. Lipomentas. Ja, doch. Latias. Pokémon hast du geschrieben? Es ist so interessant. Hier, noch ich wusste es einfach. Pock einfach arm. Kein Geld. Typ 0, Metacross. Sind aber auch gute Monster bei, sag ich. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe ein bisschen sehr auf Riffex. Also ich kann ja Riffex nehmen. Ich muss schauen, ob ich darum ein gutes Team bekomme. Voltolos auf jeden Fall sehr stark. Ja. Gefahr, Loramot. Oh, da ist Trike drin. Also High Dragon. Doch, zack, Flampivian. Du hast ein bisschen was. Das ist cool. Ja, das ist ein cooles rein. Team. Also ich mag die Offensive sehr gerne. Da war Zapparin, glaube ich, sogar. 20% cool. Chance zu Frankreich. Zwei. Die Barry. Zwei. Oh, Barry. Barry Frankreich. 5000. Komm, bekommt Barry Frankreich. 14. Nee. 14 Zweck. Hatten wir schon. Die 9. Niederlande. Okay. Barry kriegt das Kifferland. Nicht, oder? Barry kriegt das Kifferland. Die das kann nicht wahr sein. Das ist Frankreich nicht unter die letzten drei. Deutschland aber auch. Wo Deutschland ist auch noch da. Oh, bitte. Bitte. Madrivi, die Torhüter. Bitte. Das wäre so. Oh, Meganie, Giflor. Sehr. Meganie, okay, das gute Mann. Ich verstehe, warum sehr, sehr pflanzlich angehaucht das Ganze. pflanzlich angehaucht, wenn ihr versteht. Stark. So ein Low-Joke. Gibor sehe ich hier noch. Sein Long Schlappohr. Pest. Achso, Pestkryodon. Der hat gerade Pestkragon. Ja. Doch. Einfach Auto-Win. Also insgesamt, glaube ich, einer der etwas schwächeren, aber immer noch ein nicer Ja, Power. Ja, okay, doch. Wurde schon reingeschrieben. Aber ich sag, du benebelst deine Gegner einfach und dann passt das. Easy. So, es müssen so jetzt Länder noch frei sein. Belgien, Deutschland, Frankreich und Italien, oder? Italien auch? Ja, genau die. Achso, sind okay, jetzt noch 4. Dann generieren wir mal den nächsten Spieler. 3. Bazzi ist reich. Bazzi hatten wir schon. Barry auch. Das hatten wir gerade. Oh, Deutsch. Die nee, das wieder. Mein Fehler. Die 12 hatten wir, glaube ich, auch schon. Ja. Ja, Kiltana. 13. Nils Lux. Ja, 13 hatten wir noch nicht. Das ist Nils. Nils! Was bekommt er? Was er kriegt? Die 13. Nee. Schweden? Nee. Die 6. Irland. Hatten wir das schon? Hatten wir schon. Sollte auch weg sein. 1, 2, 4 und 8 fehlen auch. Also an sich kannst du den sogar auf Griechenland auch weg. Generator. Ja, true, kann ich machen. 7? Nein. Nee. Deutschland. 2. 2. Ist Deutschland. Hier ist Deutschland. Deutschland, ein Kader, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Was hat Deutschland eigentlich so? Dass er weg ist. Huts, ach ja, stimmt. Huts ist ein Panzer Aeron. Huts ist ein Panzer Aeron. Ich meine, die sind gut, keine Frage. Miltank. Oh, Potrod Ehre. Potrod ist wirklich Pop cool. Gewesen, sage ich. Arcani. Ist schon stark. Oh, Turtok Mega Turtok. Oder G-Max? Muramura. Alter, wie lange ich diesen Namen nicht mehr gesehen habe. Ja, völlig vergessen, diese neuen Ultra-Westchen. Unfassbar. Katapultra dabei. Wow, Schwalbos. Okay, cool. Nee, doch. Luxtra, er hat Luxtra. Ja. Vor allem, sage ich, mit Safkon. Mein Fenster ist gerade aufgegangen. Safkon. Das als ich Luxtra gesagt habe. Das war ein Zeichen. Auf immer aufpassen muss. Das wird der Pick. Ah, okay. Schön. Bei Spielern. Alter, Frankreich. Da muss ich wieder erhöhen, ne? Ja. 6, 7 und 11. Gut, dann mache ich das auf 11. Ah. So. 2. Zweck, 9. Ele. 3. 2. 9. 5. Blacky. Haben sie auch schon weg. 6. 8. Downy ist auch 6 weg. 6 Wochen, ja. 10. 9. Auch schon. 8. Ein Sommer, auch schon. 5. 11. Jetzt haben wir die 11. Ja, ah, okay. Okay. Okay.
Kentucky auch noch nie von gehört, to be honest. Aber ich bin sehr gespannt. Bei Ländern warst du bis 8, ne? Genau, da ist jetzt noch die 1, die 4 und die 8. Okay. 3. Dann haben wir die 1. Belgien. Die 1, Belgien. Oh, okay. Alter, als ob Frankreich in die letzte kommt. Hallo, Pixi. Als ob Frankreich ins letzte kommt. Oh mein Gott. Belgien, Aragua. Hm, Parfines. Alter, nee, Frankreich. Frankreich macht. ich kann lesen. Ich kann lesen. Frankreich kann jetzt noch an, ich glaube, Bufti gehen. Oh, oh, Blocki, ja, es wird. Es wird eng. Wer war der andere? Bufti jetzt, oder? Scheiße. Ja. Aber ich finde die Hypno finde ich sehr gut, sage ich. Viva la France! Und ja. Ja, es ist. Der Kader ist kompliziert. Es ist Porygon. Ach hier, Porygon 2 im Sturm. Ja. Ja. Der beste Stürmer. Der beste Stürmer. Hier Meme Kingler. Giga. Okay. Krabbelt, Gengar. Ja, das ist kein krasses Team. Aber ich sag, bis jetzt muss ich sagen, sind die Kader relativ ausgeglichen. Ich meine, schauen wir mal. Man hat schon Schwankungen, aber es geht, es geht. Gut. Genau. Gucken wir weiter. So, jetzt haben wir nur noch die. Die letzten zwei. Ich und Lufti. Die 6 und die 7. Ja, dann mache ich hier 6 und 7 rein. So. Okay, das muss spannend werden. Die 6, das bin ich. Ja, das okay. Frankreich oder Italien? Die 4 oder die 8? Nochmal hier 4 und 8 rein. Die 4. Das ist Frankreich. Es ist Gratulation. Blocki kriegt Frankreich. Das kam jetzt so unerwartet. Oh Mann. Es ist so traurig. Das ist aber so klar einfach. Ey, mach dir nichts draus. Ich hab auch gedacht, du kriegst Frankreich. Ja, okay, ich nehm hin. Ich nehm hin, okay. Ehre. Ja. Ich meine, wenn man über das Land hinwegschaut, ist der Kader eigentlich ganz nice. Ja, ich sag Florges, schade, dass Marschi nicht dabei ist, der hält wieder alles. Altaria Mega ist aber cool. Wenn ich mit Florges antrete, Empoleon haben wir. Ne, ich sag insgesamt. Seigert auch, Seigert 50%. Hier, mega Rose Rage. Ja, da ist auf jeden Fall was. Amphira. Amphira. Snibuna, ja, doch. Auch sehr cool. Libiskus ist gute. Weaver, Jan Pummel. Mega. Nee, doch. Ja, doch. Fühle ich richtig. Ist eigentlich ein solider Kader. Ordnung, muss man sagen. Ist ja, echt in genau. Voltigant im Sturm ist auch nice. Ja, und dann ist ja nur noch Bufti für Italien. Für Italien. Italien können wir uns auch nochmal kurz angucken, sage ich. So, Italien war, auch in Ordnung. Eine Tangolos haben wir hier. Tangolos wäre ich auch mit zufrieden. Sanaconda, Somnibus. Der muss nominiert werden, sehe ich. Das sind eigentlich alle ganz cool. Ja. Blocki in den Chat? Dabei. Keine Ahnung. Primarin. Nee, Blocki sollte es nicht sein. Blocki streamt ja gerade. Sehr wohl, Alter. Nice. Okay. Barakiefer auch. Aber interessant. Auch cool. Voltula. Seit unten war ich. Tornupto hier, ja. Galakladi. Demetoros. Bin sehr, sehr gespannt. Ich sag, es ist auch ein starker Kader. Ja, Italien war dein Wunschpick. Dein Wunschpick, Blacky, okay. Ja, okay. Ah, ist doch Blacky. Ach, Blacky, ja, Blacky und Blocki. Ja. Welches Land spielt denn jetzt in welcher Gruppe? Das stimmt, in welcher Gruppe? Sehr gut gemacht. Sehr clever. Ja, das machen wir jetzt. Wir gehen auf den Spielplan. Achso, wie losen wir das auch aus mit Dings oder wie? Okay. Ja, jetzt genau, muss ich auch raus und gehen wenig. Da jetzt bei den Tabellen die Liste. Also bei Tabelle, nicht bei Spielplan. War mein Fehler. Genau, bei Tabelle haben wir die Liste, ja. 1, genau. 2, 3, achso, das ist wieder 1 bis 16, okay, ja. Genau. Ich sehe, worauf das hin. Den ersten für Gruppe A aus, den ersten für Gruppe B, dann C, D und so weiter. Okay, dann suchen wir jetzt einfach mal Generate. Den ersten raus, die 11. Die 11, das ist Kentucky. Okay, noch bin ich fein damit, wenn ich mit ihnen in eine Gruppe komme. Gute Austragungsmannschaft unserer Punkte. Das ist genau falsch rum eingetragen, aber... Perfekt. 10 von 10 Professionalität. Singst du uns die Nationalhymne von Frankreich? Kennt man. Klar, vor jedem Video kommt eine Nationalhymne von Frankreich. Okay, der nächste Spieler wäre die Nummer 7. Schauen wir mal. Dann kommt Bufti mit Italien in Gruppe B. Okay. Mhm. Ach, so machen die das. Okay, richtig spannend noch. Land Kentucky, ja. So, nächste ist die 5. In Gruppe C. Das ist Matti, England. Ui, ui, ui. England. Dann kommen wir zur Nummer 3. 3. Das ist Spazi. Spazi mit Irland. Mit Irland. Okay, und jetzt wird's interessant. Okay, ist noch keine. Jetzt wird's interessant. Wo Bufti ist nicht bad, das weiß ich. Die anderen kann ich schlecht einschätzen. Und das ist die 10.
10. Du? 10 ich? Oh, nehme ich. Jutlu. Oder Jutlu, ich weiß es nicht. Okay. Kämpfe nicht gut. Zweiter für Gruppe B ist die Nummer 12. 12, das ist... Das ist Kai. Österreich. Ist schwer zu sagen. Ich bin Erster. Ja, noch, Blacky, noch. So, dann kommt die sagen. Nummer 6. Das bin ist, ich. Ja. Oh, Blacky und Blocky in einer Gruppe. Ach nein, das gibt doch nur Namensverwirrung. Finde ich aber cool. Ja, aber ich hab's gesagt. Frankreich. Blacky. Nicht mehr lange Blacky, Blocky. Es ist so witzig, dass die beiden so ähnlich heißen. Dann kommt die Nummer 6. Wow. Die 2. 2. Das ist Barry mit Niederlande. Oh, Batzi wollte, glaube ich, sogar. Ich will da unten eigentlich nicht sein. Warum weiß ich nicht mehr, to be honest, ich will da unten nicht sein. Kampf. Interessant. Dann kommt die Nummer 9. Ele. Ele. Ja, oh, okay, nach 1 will ich auch nicht mehr. Was ich auf den spanischen Kader? Ja, ich hätte da keinen Bock drauf. Ah, kein Bock gegen Ele. Toro gegen Capokino. Gar kein Bock gegen Ele. Schlechter da. Einfach Copy-Paste. Dann haben wir die Nummer 14 als nächstes. Pock. Okay, das bin auch nicht ich. Also im nächsten wäre ich noch fein. Pock ist auch krass. Dann kommt die Nummer. Dein nächster Gegner. 5? Das, nee, das war der schon. 14 hatten wir auch schon, oder? 12. 12? Kai ist auch schon. 8. Downy. Oh, nee. Downy. Oh, okay, mit Schweden. Blacky, Blocky, Downy. Oh, nee, nicht den schwedischen Karl, den will ich ja mal gar nicht haben. Okay, es sind ja, jetzt schon. Ist schon echt strong. Ich sehe jetzt schon krasse so, Tendenzen dann kommt in manchen. Der nächste, die Nummer 14. Nee. Spock ist Spock wieder. Oh, das ist krank. Nummer 4. Belly. Das ist Belly. Das ist oh, nee. Okay, ich möchte in Gruppe B. Rumänien. Rumänien? Lauter B ist da in Gruppe D. True. ich möchte in dann Gruppe B. Haben wir die 14 wieder. 6. Blocky. Bin ich. Das bist du. Ja. Die 8. Das Downy. Ist Downy. War Downy schon irgendwo? Ja. Ja, der ist bei dir. Okay. Die 9. 9. 9. Das Ele. Oh, Alter. Nochmal die 9. Oh, Hilfe. Ah, nochmal die 9. Was ist das? 16. Nein, ich 16. bin bei Ele. Das ist Yamari mit Wales. Okay. Ja, dann haben wir die erste Gruppe vollständig. Ja. Okay. Ich muss gegen Ele. Da habe ich Chancen. Keine Ahnung, wie Yamari und Kentucky sind. Ele habe ich im LPP gegen gekämpft. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist, aber wir haben gekämpft. Ah. Das ist gut. Alter, GBB Platz 2, Liga 2. So, die Nummer 1 ist der nächste. Oh, Anu, glaube ich nichts kann hier. Sag mal, ich muss eigentlich jetzt Wales lernen. Interessante Gruppe. Ich muss schauen, ob Wales eine eigene Sprache hat. Weiß ich gar nicht, wer sich da als Favorit herauskristallisieren wird. Haben wir die Nummer 9? Nee, die ich schreibe jetzt weg. Ele. Hallo Ele. Ja. 10? Das bist du. Ah, das dürften ja nur noch 2 sein eigentlich, oder? Ah, scheiß drauf. Fehlt noch. Ja, stimmt. Ah. Und bevor er jetzt nicht weiß, worum es geht. Ja, also 13 und 15. Dann machen wir hier eine 13 und hier eine 15 draus. Ja, da sagt Ele gerade, ich rede am Promozieren. Ich glaube, ich habe gewonnen, aber nicht sicher. Die 15. Die 15, okay, also ist... Marcel ist bei mir, ja! Yeah. Okay, es ist seine. Wenigstens eine gute Nachricht, doch, ne? Gut. Ja. Und Kai, oh, ist aber auch ein starker Kader gewesen, glaube ich. Okay, ja. Gruppe D, Deutschland. Ein starker Spieler für einen starken Kader, passt schon. Und Deutschland jetzt gesellt sich zu den 3 Bs in Gruppe D. Danke, Blocky. Sorry, Blacky. Ja, damit haben wir unsere Gruppen vollständig. Wir haben hier Kentakio, Hudel, Ele und Yamari in Gruppe A. Wird interessant, weil ich keine Ahnung habe, wie Kentakio und... Doch bei Yamari? Warte mal. Bei Yamari nicht mal im UDT? Kann sein. Ja, da habe ich Redi reingeschissen. Dann haben wir hier Bufti, Keltane, Pock und Arno. UDT ich glaube, Arno ist relativ Anfänger, oder? Nein. Ja, genau. Also ich er ist hier auf jeden Fall der Underdog in der Gruppe. Aber ja, und Pock, Pock spielt immer ekelhaftes Zeug. Also ich sag, Pock gewinnt. Oh, schön. Dann haben wir hier Blacky, mich, Downy und Marcel. Trag by the way gerade keine Hose. Ja. Ich wollte einfach nur erwähnt haben. Ja, könnte interessant werden. Oh, UDT habe ich reingeschissen. Also da ich glaube, ich war vorletzter oder so. Okay. Und als letztes noch Batsy, Barry, Belly, sehr viele Bs und Nils. Die BBWN. Okay. Ich glaube, das ist eine starke Gruppe. Das ist tatsächlich eine starke Gruppe. Ele Spana ist die Crew.
Aber ja, Belly Derby ist scheiße. Und Batzi spielt ja den ganzen Lucky Tag Downy. Pokémon. Also, also es ist wahrscheinlich die uninteressanteste Liga. Oh, No das Front ist doch ein jetzt. Meme. Weil da halt nee, sie doch aber die unbekanntesten ja. sind. Ja, ich sag ich jetzt mal vorsichtig aus Front. No ich Front, wie gesagt. Auch. So die Kader? Das ist ja dann nicht aber mehr Liga 1 oder Gruppe A hat halt Ele, Gruppe B hat ja. Pock. Dann war's das ja schon. Aber Gruppe D also, ist krass mit. Nee, warte mal. Wo war Downy? Ach, du jetzt scheiß noch normal danach? Ich streame jetzt noch normal danach, ja. Nice, da freue ich mich ja drauf. Okay. Dann machen wir noch Spieltage on stream. Ist es jetzt so, dass die Teilnehmer bis nächsten Freitag, das schreibe ich euch Teilnehmern auch nochmal in den Discord, also ihr müsst euch nichts merken, zumal Belly im Chat ist und da war merken eh ein bisschen kritisch. Okay, es wird gerade noch um die Spieltage. Also auf jeden Fall bis Freitag werdet ihr eure Kader nominieren und Samstag können dann die. Kommen dann vielleicht bei manchen Teilnehmern die Vorstellungsvideos der Teams. Mhm. Und nächsten Samstag, also den danach, geht's dann los mit dem Spieltag 1. Okay, sehr interessant nice. Wird. Sehr nice. Ich sag, die Spieltage ausgelost, wird hier noch gefragt, wann das gemacht wird. Ich weiß nicht, wollen wir das noch machen? Ja, ja, wenn wir einmal hier rumsitzen, sage ich. Genau, okay. Dann können wir es, muss ich mir das irgendwie noch. Spieltage auch noch. Bitte nicht direkt gegen Ede. Ja, das wollen wir natürlich nicht, das stimmt. Nee. Mir ist alles egal, nur nicht gegen Ele. Okay, gut. Wie gehen wir das an? Das weiß ich nicht. Professional. Ey, geht mal auf den Chat ein hier, Belly. Mach mal nicht so einen Stress, Alter. Ja, dann geh du mal auf den Chat ein. Ich überleg mir kurz. Oh. Ich mach das. Ja, macht mal Spieltage. Ja, sind doch schon dabei. Ah, oh, Hilfe. Also wie gesagt, ich möchte nur nicht gegen Ele am ersten. Vielleicht okay, am letzten. Gib mir Ele am zweiten. Glaube ich nicht. Hey, Katze, geh weg. Folgt mal alle dem offiziellen Twitter-Account auf jeden Fall. Damit ihr auch keinen Spieltag verpasst. Der wird bestimmt aktiv geführt. Okay. Dana, willst du den übernehmen? So Entschuldigung, wenn ich jetzt sage, ich cutte nicht mehr. Geleitet das. Egal. Frankreich kennt nur die weiße Flagge vor sich. Ein warmes Nestflo nicht dabei. Ja, in Frankreich werden jetzt andere Zeiten LMAO. Aufgezogen mit Flocky. Nichts mehr mit Macron und Baguette und Disneyland. Nix, Alter. Jetzt eine harte Zeit. Jetzt so. Kommt Mickey Maus. Warum ist Nestle nichts mit dabei? Disneyland. Jetzt kommt die Maus. Weil der lieber mit seinen TKL-Freunden rumhängt. Ja. Außerdem wollen wir keine 2 Stunden Teambuildings im Format. Tut mir leid. Genau, das geht gar nicht. Ja. Das wird bei der EM. Die trainieren nicht so lange für die EM wie Flo Teambuildings. Ich kann den Twitter-Account übernehmen. Zack, Dana. So dunkel hier aber auch. Holy shit. Also ich habe keinen Plan, wie wir das machen wollen. Ich würde sagen, wir losen einfach. Wir machen es so. 1, 2, 3, 4. Dann ist hier 1 gegen 3. 2 gegen 4. Ja. Und dann ist hier, was fehlt noch? 4 gegen 1 und 2 gegen 3. So, und das müssen wir uns für alle merken. Wir losen es einfach aus, der 1, 2, 3 und 4 ist. Okay. Oh. Möchtest du das schon überall eintragen? Ja, ich hab's neben dran geschrieben, dadurch kann ich okay. So. Die EM ist nach Losbegrüßung vorbei, quasi. Aber ich sage, das sind alles gute Kader, auch Frankreich. Ja, Frankreich. Also, ja, doch. Kein Hate gegen Frankreich. Ja. Nein, natürlich nicht. Ja, nein, also no front, ich hab wirklich nichts gegen Frankreich. Also es ist halt. Ein Meme des Jahrtausends gefühlt. Ich definitiv weniger mögen werde. hat aber auch so seine Story, warum ich manchmal so ein bisschen gegen Frankreich schieße. Aber das ist wahrscheinlich. Nicht das hat alles nicht ernst gemeint. Und warum ist Unge nicht dabei? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, der. Ich weiß nicht. Ich habe ihn angeschrieben, der hat nicht geantwortet. Arrogant, abgehoben. Ja, richtig unhöflich. Ich habe Angst. Also ich sag's, wie es ist, Leute. Okay. Finde ich nicht gut. Ich hab Bock, ich hab Angst. Okay, ja, dann legen wir los, oder? Ja. Also danach schauen wir uns nochmal den Kader von mir an. Ist, ja? Das ist richtig. Genau, ja. Also brauche ich ja nur 1 bis 4. 1 bis 4. Okay. Dann ist jetzt 3. 3, dann ist Ele die Nummer 1. Jetzt, eigentlich hätten wir doch auch einfach die Nummern übernehmen können, mit denen wir sie anfangs ausgelost haben. Wahrscheinlich. Egal. Professionell. Professionell. Wer ist Nummer 2? Die 1. Die 1 sind 2, okay. Gut. Ah, das müssen wir gar nicht. Ah, doch, wir müssen auslosen, wer Heimrecht hat. Okay, ich muss nicht gegen Ele. Moment, das ist die Nummer 4.
4. Ah, Auswärtsspiel für mich. Schade. Okay. Nein, dann ihr macht es spannend. Okay. Gruppe B. Okay, Yamari gegen Yutlu. Okay, da ist... ich weiß leider gar nicht, wie er spielt. Die 2, die 1. Gar keine Ahnung. 2 ist die 1, dann ist Kill. Ich hoffe, ich habe jetzt ihn auch nicht irgendwie vergessen. Hab mal gegen ihn gespielt, aber die, ich glaube nicht. 3 ist die 2. 3 ist 2? Schauen wir mal. Wir wollen Content, ja, okay. Das ist doch Content, ja, genau. Und die 2 hatten wir eben gerade schon, oder? Ja. Ja. Dann 1 und 4 ist noch frei. Bitte klippen, Ele ist die Nummer 1. Dann 4. Die 4, dann ist Arno die 3. Mhm. Und wer fehlt? Okay. Die ist die 4. Ja, den kann so, jetzt will ich noch wissen, Spieltag 2. Ja, passiert. Spieltag 3 kann ich mir so, selber denken. So, dann ist die Nummer 4 wieder, die 1. Mhm. Ah, hört auf, das so spannend zu machen. Same. Ich will nur wissen, ob ich Spieltag 2 gegen Ede muss. Die 1 ist die 4. Nee, die 1 ist die 2. Die 1 ist die 2, okay. Dann obwohl, ich glaube, Spieltag 3 wäre mir am liebsten. Weil dann bin ich schon warm gespielt, dann kann ich auch gegen Ede spielen. Die 3. Bin ich warm mit meinem, könnte ich warm mit meinem Kader sein. Ich brauche meistens immer so 1, 2 Spieltage. Dreckig. Die Franzosen sind auswärts nicht so gut, Mensch. Auch interessant. Die 3 ist die 1. Die 3 ist die 1, das ist Belly. Okay, Belly gegen... Die 1 ist die 2. Die 1 ist die 2. Es ist mega anstrengend, sich darauf zu konzentrieren. So die 1, die 2, da muss ich mir überlegen, was so ist Batzi und wo ich es hinschreiben muss. Okay, Belly die gegen Batzi. Können interessant werden. Was haben wir noch? Pock gegen Kai und Arno gegen Bufti. Spielt dann gegen... Kann ja auch schlecht einschätzen. Aber wie gesagt, nur einmal gegen Bufti gespielt. Das war's. Find's aber auch cool, dass Belly und Barry in einer Gruppe sind. Sag mal, Liga. Also mehr können wir nicht mehr auslosen, glaube ich. Ne, ich glaube auch nicht. Ja. Genau. Franzosen waren noch nie gut, Herr Plucki. Also das, ich weiß nicht. Nicht umsonst. Ich trinke vor dem Match eine Almdudler, dann gewinne ich das. Müssen sie ja richtig machen. Achso, gewinne ich safe. Ja, achso, ich dachte, Dave ist noch mehr als Französisch. Aber nee, das heißt ja nicht. Barry schaut auch gerade zum Glück nicht sofort gegen Belly. Also damit ja. Kann ich verstehen. Tut mir leid, Frankreich. Ja, du änderst jetzt einfach den Ruf von Frankreich nach der Poke-M. Genau. Wenn mehr da was Falsches zu sagen. So ist es. Okay, Wales. Ja, dann... Wales ist interesting. Ja. Dann war es das in dem Sinne, oder? Ich denke, das war es in dem Sinne. Ja, okay, wundervoll. Folgender Plan sieht jetzt weiterführend aus. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Dann werden wir Shiny hunten. Alles klar, so. Aber ohne den Rudel. War es das hier? Und ich schaue mir einmal Wales an. Lädt das jetzt gerade nicht? Ach, scheiß drauf. Wales. Wir haben als Torhüter Zwirlich, Zwirlklub, Zwirfins, Cosmo, Cosmovum. Wie viel sieht man davon eigentlich? Ja, doch, sieht man. Davon können wir uns, soweit ich weiß, einen rauspicken. Ich weiß es gerade nicht mehr genau aus dem Kopf, aber ich will erstmal einmal die Monster durchgehen. Wir haben Klefki. Okay, Klefki ist cool. Stolunio, Stolrak, Stolos, Mega. Oder Stolos oder Mega Stolos, wenn ich den als Captain haben möchte. Wir haben Selfe, Rokara, Tropius, Volley und Zwolok. Dann haben wir im Mittelfeld Lusadin, Amigentus, Steel, Lavita, Pupita, Mega Tita oder normales Tita, Hydropi, Moravel, Sumpex oder Mega Sumpex, Igamaro, Igastane, Sprigaron, Nidoran männlich, Nidorino, Nidoking. Labras, wenn ich möchte, mit G-Max. Warte mal, war Labras G-Max nicht so total OP? War da nicht irgendwas damit? Ha. Behalte ich mal im Hinterkopf. Kangama, Stravicke, Folikon und Matrifol. Ist alles in Ordnung. Und Matrifol denn für die Webs? Wer weiß. Oder Stravicke für den Flex. Aerodactyl oder Mega. Knackleon, Vibrava, Libeldra auch cool. Raikou. Wer die YPL bei mir gesehen hat, weiß. Nee. Ponita, Galoppa, Sodamax oder Cheetah. Als Flügelspieler. Ich habe keine Ahnung, was der Flügelspieler ist. Und im Sturm haben wir Alabis, Koryogel, Geist, Garados vielleicht Mega, Girafarig, Glumanda, Glurak vielleicht Mega, Glutexo, Carpador, Maxax. Als ob Carpador im Sturm ist. Ah ja, wegen Garados. Ja, aber trotzdem. Ey, Maxax. Oh, Maxax ist cool. Ich wollte den schon immer mal haben. Wo war Riffex? Habe ich mich im Land verrutscht? Nee. Ich bin hier richtig. Da, Riffex. Riffex oder Riffex G-Max.
Oh, ich glaube. Ich muss schauen. Also, ich hätte Bock auf Riffex. Terrakion habe ich auch noch. Ninjatum für den Flex. Okay, Riffex G-Max. Der ist schon eigentlich zu verlockend. Schauen wir mal. Wir schauen mal. Ich würde an der Stelle jetzt sagen, ich beende das Video jetzt hier. Deswegen glaube ich jetzt auch lang genug. 45 Minuten sogar, krass. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne positiv werden. Da schreibt in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet. Den Kampf allein, Alter. Ich bin doch immer so in einem Kampf-Feeling, wie ihr das Video fandet. Und ich würde sagen, reinschauen. Bis zum nächsten Video. Goodbye.